Telefonnummer 0800 567 8111 und die Mailadresse ist 1live.domian@wdr.de. Julia, 31 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian, grüß dich. Guten Morgen. Julia. Guten Morgen. Um was geht's? Juliane. Denn? Ach, Juliane, entschuldige. Richtig. Juliane. Mhm, genau. Um was geht's? Ja, Thema Orgasmus-Schwierigkeiten. Bei dir? Ja, leider. Mhm. Erzähl mal. 31 Jahren, ja. Also im Prinzip. Naja, seit 31 Jahren vielleicht noch nicht so. Naja, sagen wir dann seit knapp 20 Jahren, mindestens 15 Jahren. Ja. Also früher wusste ich noch gar nicht mal, dass ein Orgasmus bei Frauen überhaupt möglich ist, aber das nur am Rande. Also ja, ich hatte schlicht und einfach noch nie einen und habe jetzt in letzter Zeit, als ich gedacht habe, naja, vielleicht wäre es doch mal langsam an der Zeit mit über 30. Ja. Könnte man so sehen, ja genau. Bevor man abkratzt. Ja. Mich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt, also mir Bücher zu dem Thema besorgt. Mhm. Also ich hatte auch meine Frauenärztin ganz vorsichtig darauf angesprochen, ob sie einen Tipp hätte. Sie meinte, sie hält da nichts von, dass man da so das um jeden Preis erreichen möchte oder sich unter Druck gesetzt fühlt. Mhm. Aber ich meinte, ich möchte es trotzdem gern versuchen, habe mir einen Literaturtipp gegeben, wobei ich dann auch noch auf andere Bücher gestoßen bin. Habe mich mit Freundinnen unterhalten, mit denen ich mich sehr offen unterhalten konnte. Ja, ich hoffe, dass der Literaturtipp nicht zu wissenschaftlich war. Ich mag sogar lieber eher wissenschaftlich. Ja. Nein, es muss ja auch was Praktisches rumkommen dabei. Ja, also praktische Übungen fehlt mir in gewisser Weise. Gibt's es gab auch welche, aber die fand ich nicht so richtig effektiv, sonst würde ich jetzt ja auch nicht anrufen. Also Bücher gelesen. Schlaue Bücher gelesen, mit den Freundinnen beraten. Ja, mit der auch mit zwei Männern drüber geredet. Ja. Von meinem mehr oder weniger jetzigen Freund habe ich sogar eine Videokassette zu dem Thema bekommen. Mhm. Hat mir aber wirklich nothing gebracht. Was ist denn? Wie spannend. Eine Videokassette. Wie erreicht Frau ihren Orgasmus? Ja, das ultimative Stufenprogramm zum Erreichen des Orgasmus. Ist das seriös? Ist das ein Softporno? Eher so ein Softporno, ja, muss ich sagen. Aber also, also ein Mittelding zwischen seriös und also wirklich kein Porno, aber ich hätte es mir eher noch so ein bisschen anders gewünscht, muss ich sagen. Aber er hat es gut gemeint. Ja, absolut. So, du bist also in einer festen Beziehung? Noch nicht ganz. Aber es bahnt sich so in die Richtung an. Ja, also es ist, ich befand mich 10 Jahre lang in einer festen Beziehung und da muss ich auch dazu sagen, das war wirklich eine sehr sachliche Beziehung. Es war auf anderen Ebenen wirklich ganz toll und eine intensive Freundschaft, aber eher, also überhaupt nicht leidenschaftlich. Gab es denn Sexualität zwischen euch? Schon, aber hinterher habe ich mich auch nie toll gefühlt. Und das heißt, jetzt ist es eher mehr so eine lustige, kleine, leidenschaftliche Sache. Na, also immerhin, ist ja schon nicht schlecht. Lustig, klein, leidenschaftlich ist vielleicht ein ganz guter Anfang. Ja. Also lass mich nochmal auf diese 10 Jahre zurückkommen, deiner vorhergehenden Beziehung. War das so eine Sexualität, wo du letztendlich es hast über dich ergehen lassen? Und du nichts, aber auch gar nichts dabei empfunden hast? Also wir waren beide dann einfach deprimiert und haben es nachher gelassen. Aber er hat seinen Orgasmus gehabt? Nein. Auch nicht? Nein, also... Was war denn da? Da war ich dann, muss ich sagen, vielleicht auch egoistisch, aber ich irgendwo das wollte ich dann auch nicht. Mhm. Und also wir haben auch nur mit Kondom verhütet und so war die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft eben auch noch geringer. Ja. Und aber er hat schon mal ab und zu bei dir einen Orgasmus gehabt in den 10 Jahren oder das auch nicht? Möchte ich eigentlich nicht jetzt näher thematisieren. Ja, okay. Also auf jeden Fall war das alles nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal ganz salopp. Ne? Ja. Und jetzt hast du einen Freund, wo sich das so ein bisschen, das ist schon ein bisschen leidenschaftlicher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, wenn der dir solche kleinen schmutzigen Videos schenkt, ist das ja schon... Ist das ja schon schmutzig war es nicht. Ich muss sagen, sobald es in die schmutzige Richtung geht, mag ich es auch nicht. Ja, nee, war jetzt auch ein Scherz. Ich meine es auch nicht so ganz ernst. Also ich möchte eher auch eine schöne Sinnlichkeit erleben können, die frei von Schmutz ist. Weil man zumindest als Frau oft viel schmutzige Dinge mit Sexualität assoziiert, die einem auch die Lust nehmen kann. Also, hast du denn mal etwas, jetzt meine ich es ernst, hast du mal vor langer Zeit etwas Schmutziges erlebt in Sachen Sexualität? Nein. Das nicht, wobei das ist halt so die nächste Geschichte, ich mir auch nicht so hundertprozentig schlüssig bin,
ob es nicht eventuell im Zusammenhang mit einer Frau besser klappen könnte. Also ich kann nur sagen, mein jetziger Freund, der probiert alles aus und das mag ich auch. Mhm. Aber so im Hinterkopf seit langen, langen Jahren denke ich auch immer, es wäre auch einfach mal nett, ein paar sinnliche Momente mit einer Frau erleben zu können. Ich weiß jetzt nicht, wo der Kasus Knacktus liegt sozusagen. Juliane, hast du denn sinnliche Momente mit dir selbst? Nein. Warum nicht? Angenehme, schöne, nette Momente. Also, das ist mir klar. Ich frage dir nach sinnlichen. Also, wenn ich mich berühre in gewissen Bereichen, dann ist es auch eben entspannt und nett und so. Mhm. Aber ganz selten, dass es jetzt so richtig sexuell ist, sage ich mal. Ich probiere es aus. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie unternimmst du denn Anläufe, Versuche, dich jetzt wirklich auch selbst zu befriedigen? Oder? Also ich habe es zweimal so richtig probiert, also dann auch wirklich alles ganz hübsch gemacht, Kerzen, Musik und so weiter. Ja. Und dann auch... Aber zweimal reicht lange nicht aus. Das war dann so eine richtig lange Geschichte, auch über Stunden. Ja? Also, dass ich mich öfter mal kurz hier und da berühre, klar, das kommt vor, aber das würde dann gar nicht funktionieren. Mhm. Also ich muss mich dann wirklich eher so in eine freie, weiß ich nicht, ja, angenehme Stimmung bringen, wo ich mich auch selbstbestimmt fühle. Ja, und gut einfach dabei. Ja, das ist gut beschrieben. Ich glaube, dass das eine gute Voraussetzung ist, um sich als Frau wirklich zu entspannen, wenn man da Probleme mit hat, um dann eventuell auch wirklich eine sexuelle Regung zu empfinden. Und in eine sexuelle Stimmung zu kommen, eine wirklich sexuelle Stimmung zu kommen, bis hin zu einem Höhepunkt. Ich glaube, das sage ich auch immer wieder, dass man... Wenn Frauen Orgasmusschwierigkeiten haben, dass der allererste Schritt immer darin besteht, dass die Frau ein wirklich entspanntes Verhältnis zu sich selbst, zu dem eigenen Körper, zur eigenen Sinnlichkeit haben muss. Und das bedeutet, dass sie am besten den ersten Orgasmus mit sich selbst entwickelt, will ich fast schon sagen, oder genießt. Ja. Wobei, also ich merke, dass ich automatisch sehr viel erregter bin im Zusammenhang mit einem Partner. Na gut, dann ist es halt der Weg, dann ist es dein Weg. Aber man kann ja auch beides nebeneinander versuchen zu trainieren und zu tun. Es ist schon erstaunlich, dass du im Alter von doch schon 31 Jahren das dann noch nie gemacht hast. Ne? Also ich weiß es auch von zum Beispiel einer anderen Frau, die ist über 50, also mit der habe ich nicht geredet, aber weiß ich es über jemand anders, dass es bei der auch noch nie funktioniert hat. Ich weiß, dass es sehr viele Frauen betrifft, ich weiß. Traurigerweise. Und ich finde immer toll, wenn Frauen mir erzählen, dass sie, auch wenn sie schon etwas älter sind, es dann doch geschafft haben, diesen Panzer in sich aufzuknacken. Das wäre klasse. Ja, und diese Sinnlichkeit zu leben. Ja, also ich fühle mich auch einfach minderwertig. Also vorhin, das war so, mit meinem, wie gesagt, mehr oder weniger jetzigen Freund habe ich mich dann über ein Buch unterhalten, über den Hyde Report für Männer. Also den Hyde Report für Frauen hat er mir schon vor einem halben Jahr geschenkt, eben auch wegen möglicher Tipps. Und naja, dann habe ich gefragt, und was steht drin? Naja, das ist zu schlimm. Und dann dachte ich schon, okay, zu schlimm. Er weiß, das ist für mich jetzt ein rotes Tuch. Und wenn dann die Männer halt beschreiben, wie alles toll und super und überhaupt ist, das verletzt mich. Und von daher, eigentlich mag ich seit diesem Jahr überhaupt nicht mehr dieses Thema, so zumindest nicht mit Männern thematisieren. Nun bist du bist ja jetzt noch in der Vorphase einer Beziehung. Ja. Du bist ja noch eher ein bisschen frei, kann man das so sagen? Wie bitte? Du bist ja noch nicht so ganz gebunden. Doch. Also ich meine, wir sind extrem frei miteinander, weil wir uns seit 9 Jahren kennen. Also absolut locker, absolut frei, super entspannend ist es. Also entspannender kann es nicht sein. Gäbe es die Möglichkeit, wenn das alles so frei und so locker ist, dass er sagt, okay, wenn du in der Richtung vielleicht auch experimentieren willst, versuch doch mal eine Erfahrung mit einer Frau zu machen. Wäre er so frei und so locker? Eventuell. Das wär's. Das finde ich ideal. Zumindest, wenn er sich das jetzt eventuell anhört. Also ich weiß, es kann sein, dass er es aufnimmt, dass ihn das jetzt vielleicht überzeugt. Ja, also ich finde, wenn du selbst schon so dieses Signal setzt, eventuell könnte es sein, dass es für mich auch eine interessante Sache ist oder dass ich eine sinnliche Regung habe mit einer Frau, dann mach es, Menschen, versuche es, teste es. Ja, ich sehe halt auch, ich habe 10 Jahre mehr oder weniger in dem Bereich, also wirklich nur in dem Bereich verschwendet. Sonst habe ich total viel gelernt in anderen Lebensbereichen. Ja. Aber hier... Du musst richtig volle Kanne nachholen, ne? Ja, so ist es auch. Also gerade wenn man dann vielleicht nochmal Kinder kriegen will und so weiter. Das muss alles jetzt so ganz komprimiert geschehen. Und habe da wirklich... es ist einfach so. Aber du bist ja voller Elan und Willen. Deswegen bin ich recht positiv gestimmt und optimistisch, dass es schaffen wird. Also Angst habe ich, dass
dass es aus irgendwelchen Gründen vielleicht doch nicht gehen könnte. Wobei doch, es wird gehen. Ich bin sicher. Es wird gehen. Es wird irgendwie gehen. Es gibt natürlich auch kein allgemeines tolles Rezept dafür. Ein theoretisches Rezept, wo man sagt, das musst du so machen und dann funktioniert es. Mhm. Man muss es ausprobieren. Man muss suchen. Du hast einen tollen, schrägen Freund, habe ich den Eindruck. Ne? Der ganz gut drauf ist. Mit dem kannst du viel ausprobieren. Also ihr habt ja auch sexuellen Kontakt schon, so habe ich es so richtig verstanden. Ja. Gut, da könnt ihr so. Dann würde ich wirklich ernsthaft drüber nachdenken, wenn er damit einverstanden ist, mal so einen Ausflug zum eigenen Geschlecht zu machen. Ich würde es gern machen, einfach um auch mehr über mich zu lernen. So. Weil dann sieht man ja eine andere Frau, dann sieht man, wie es bei der vielleicht sein könnte und kommt er in intimere Situationen rein. So, und dann würde ich dir raten, ich meine, du bist schon anspruchsvoll und wissenschaftlich orientiert, das habe ich schon gemerkt. Echt? Aber geh doch mal in einen Frauenbuchladen. Gibt es sicher in deiner Gegend auch. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber gibt es ja überall in allen größeren Städten. Und die haben, lass dich da mal beraten, die haben eine ganze Menge auch sehr praktisch Literatur, wie Frauen gut mit sich selbst Erfahrungen machen und Lust und Spaß an sich selbst finden. Also ich habe mehrere Bücher zu dem Thema, aber so richtig effektiv war eben noch keine. So, geh mal in so ein Frauenbuchladen. Ich bin sicher, du findest da was. Also ich habe wirklich mehrere Bücher. Ich habe jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 100 Euro für diese Literatur ausgegeben. Aber so richtig was gebracht hat es noch nicht. Wobei ich auch am Überlegen bin, das ist auch so die Sache. Also ich habe halt öfter gehört und gelesen, entspannen, man soll sich entspannen. Aber ich bin sehr entspannt. Oder nicht nachher bin ich zu entspannt, dass das die Erregungsschütze so ungefähr. Das ist wirklich eine Frage. Inwieweit ist das eine anstrengende Geschichte für sich selber? Ich glaube, du gehst viel zu theoretisch daran. Das müssen wir irgendwie durchbrechen. Da muss mehr der Bauch regieren und nicht das Gehirn. Mag es sein, ja. Ja, finde ich. Ja, wenn ich sehe, was weiß ich, also, die Jungs, die machen es einfach so. Und irgendwann klappt's. Ja, genau. Und so musst du es auch machen. Und erst nicht zweimal ausprobieren, sondern das muss jetzt ganz immer wieder muss das ausprobiert werden. Und da muss die Frau ran und da müssen auch viele, viele nette, sehr schöne Spielchen auch noch ausprobiert werden mit deinem Freund. Und dann will ich irgendwann, ich hoffe sehr bald, mit dir wieder sprechen. Sehr gerne. Ich werde mich sofort an dich erinnern. Ja. Weil du mir sehr sympathisch bist. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und dann will ich von dem ultimativen Orgasmus hören. Das macht mir zumindest Mut, ja. Ja. Im Übrigen, wir sind ganz, ganz große Fans von dir. Das ist schön zu hören. Ja. Du und dein Freund. Ja, noch mehrere. Und von einigen weiß ich heute, dass sie Gott sei Dank deine Sendung nicht verfolgen können. Die müssen dann auch feiern oder müssen arbeiten. Das ist ganz gut. Vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp am Rande, was mir gerade einfällt, wo du sagst mit Freund und so. Vielleicht könntest du mit deinem Freund und einer Frau ja vielleicht auch zu dritt. Hm. Nicht? Weiß ich nicht recht. Okay, dann mach's erstmal alleine mit einer Frau. Ja. Ja. So, und ich will von dir wieder hören. Ja, sehr, sehr gerne. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wort, okay? Richtig. Darf ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, dafür legst du... Eigentlich finde ich das doof, aber trotzdem wird es mich freuen. Okay, du legst auf, wir rufen dich nochmal an, meine Redaktion wegen deiner Anschrift. Ja, prima. Okay. Und also eine ganz tolle Sendung, die wirklich auch das eigene Leben in gewisser Weise verändern kann, muss ich sagen. Dadurch, dass man von ganz vielen verschiedenen Menschen verschiedenste Probleme oder Erlebnisse erfährt, verändert es das eigene Weltbild zum Teil. Also ganz toll. So geht es mir seit Jahren hier. In der Tat, was du gerade gesagt hast, ja. Alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Ich melde mich gerne. Tschüss. Ja, bitte, tschüss. Anna und Julia. Ja, hi Jürgen. Wen habe ich jetzt zuerst dran? Anna. Die Anna. Die Anna ist 19, genau. 21. Ich bin die 21-Jährige. Und die Julia, habt ihr so ein Doppeltelefon? Können wir zu dritt reden? Nee, aber sie hört dich trotzdem. Okay. Um was geht's denn bei euch beiden? Ja, es geht um Folgendes. Und zwar habe ich am Dienstag rausgefunden, dass ich mit meinem Freund, ich war mit dem 2 Jahre zusammen, absolut nicht eine Solo-Beziehung hatte, sondern dass er das komplette erste Jahr, wo ich mit ihm zusammen war, halt Julia als Zweitfreundin hatte. Ach, und bist du denn mit Julia auch vorher befreundet gewesen? Nein, ich habe sie jetzt erst am Dienstag kennengelernt. Ja, das ist ja ein Hammer. Aber ich habe es halt nur deswegen, ich habe sie nur deswegen kennengelernt, weil ich halt ein bisschen misstrauisch wurde. Ich war am Montag bei ihm, war dann bei ihm im Internet, also halt schon öfters gewesen. Mhm. Und dann habe ich halt ein paar Sachen gefunden, halt Nachrichten von ihr und habe dann mal ein bisschen nachgeforscht und habe halt rausgefunden, dass sich da wohl am Freitag ein Treffen ereignet hat. Mhm. Ich wusste auch von ihr, dass sie mal mit ihm zusammen war, aber er hat mir halt immer gesagt, ist schon länger her. Mhm. Und
Also er war, ihr seid 2 Jahre zusammen. Und das erste Jahr, während ihr zusammen wart, war er absolut parallel auch mit der Julia zusammen. Absolut. Im Juli 2002 hat er mit ihr Schluss gemacht. Und im Moment ist er auch noch, ist jetzt im zweiten Jahr, ist er auch noch mit Julia zusammen? So, im Juli 2002 hat er Schluss gemacht mit ihr und ich habe jetzt am Dienstag mit ihm Schluss gemacht. Aber die beiden haben sich im letzten Jahr auch noch getroffen irgendwie? Ja, also das war jetzt am Freitag das zweite Mal, aber sie hatten halt trotzdem noch SMS und E-Mail und so Kontakt halt. Ja, das ist ja eine Geschichte. Aber, und du hast jetzt mit ihm auch Schluss gemacht? Ich habe mit ihm Schluss gemacht, weil ich dann halt am Dienstag, ich habe die Handynummer von ihr rausbekommen, halt auch übers Internet. Mhm. Er war halt so dumm, dass er die ganzen Sachen da nicht verschlüsselt hat und er wusste, dass ich mich damit auskenne. Ich kannte seine Passwörter, aber er hat halt irgendwie nicht geschaltet. Mhm. Ja, habe ich sie angerufen am Dienstag. Sie war dann auch so nett, hat sich direkt mit mir getroffen. Mhm. Also er wohnt in Köln, ich wohne in Bochum, ja. Sie in Wanne. Ja. Und das ist ja nun nicht so weit vom Bochum, also haben wir uns direkt getroffen. Ja, ich habe eigentlich mich nur mit ihr getroffen, um von ihr zu erfahren, dass Freitag nichts gelaufen ist zwischen den beiden, weil er mir das halt schon gesagt hatte. Mhm. Weil er hatte dann wohl irgendwie mitbekommen, als ich ihn darauf angesprochen habe, dass mir da irgendwie was misstrauisch vorkommt. Und aber du warst ja schon sehr skeptisch, wenn du dich überhaupt mit ihr triffst, um das zu klar, erfahren. Ja, weil ich hatte schon ein, zwei Mal irgendwie sowas gefunden im Internet, da hat er mich aber immer wieder davon überzeugen können, dass da nichts ist. So, und dann hat die Julia dir erzählt, jetzt das am Freitag, am Freitag war nichts, aber vor einem Jahr war was. Doch, Freitag war auch was. Ach, da war auch was. Und Samstag war er direkt bei mir. Ach, du lieber. Gib mir mal eben die Julia. Ja, Moment. Mann, Mann. Hallo. Hallo Julia. Das ist ja eine Geschichte wie im Film. Ja. Wie in einer Seifenoper. Ja. Wusstest du das damals, als du ein Jahr mit ihm zusammen warst, dass er auch mit Anna zusammen ist? Nein, überhaupt nicht. Also. Das heißt, er hat dir vorgegaukelt, mit dir zusammen zu sein? Ja. Das hilft. 3 Jahre lang. Also. Weil ihr vorher auch schon zusammen wart, ne? Ja. Also ich bin seit 99 mit ihm zusammen gewesen und dann halt bis Juli letzten Jahres. Und da wusste ich das ganze Jahr von der Anna überhaupt nichts. Gar nichts. Und hast auch nichts mitbekommen? Nein. Warst du auch nicht skeptisch irgendwie? Also nicht wirklich. Also jetzt im Nachhinein, wo wir uns dann unterhalten haben, da sind dann natürlich so kleine Situationen, alles aufgekommen und dann hat das alles voll zusammengepasst. Aber dann hat der perfekt gelogen. Ja. Dann hat der dir eine komplette Beziehung, eine normale Beziehung vorgespielt und hatte Anna genauso eine Beziehung vorgespielt. Mhm. Boah, wie fühlt man sich denn da, wenn man so verarscht wird, wenn man das erfährt hinterher? Ja, total scheiße. Wir haben uns dann darüber unterhalten und also wie gesagt, die Anna wollte ja nur die Bestätigung haben und dann sagt sie mir, sie ist mit dem seit 2 Jahren zusammen gewesen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und dann im nächsten Augenblick sage ich, Anna, ich bin 3 Jahre mit ihm zusammen gewesen und dann haben wir das irgendwie so rechnerisch hinbekommen, dass das sich überschnitten hat und so weiter. Wir saßen da nur und wussten überhaupt nicht mehr, was los ist. Habt ihr euch in den Arm gelegen und habt geheult oder habt ihr geschimpft oder was habt ihr gemacht? Nee, also jetzt geheult nicht so. Wir waren eher geschockt dann total wütend, als wir mehr darüber geredet haben. Ja, ich finde, dass ihr noch sehr, sehr, sehr fröhlich gestimmt klingt. Ja, also was wir dann jetzt so im Nachhinein auch noch alles so rausgefunden haben und so, also da kann man auch fast, das können wir selber fast nicht mehr glauben. Also wir haben heute auch noch so ein paar Nachforschungen angestellt im Internet und so weiter und also da kam dann noch was raus, dass neben uns sind dann bestimmt noch 3, 4 andere Mädels auch da unterwegs irgendwie bei ihm. Unglaublich. Aber ob er denen auch eine richtige Beziehung vorgegaukelt hat? Nee, das waren nur so Nebenaffären dann. Ja, mit der einen haben wir telefoniert heute. Ihr seid ja richtig die Detektivin, das ist ja irre. Genau. Also mit der einen haben wir heute telefoniert und die hat uns erzählt, sie kennt ihn seit 3 Jahren und hat auch da immer so eine kleine Affäre so zwischendurch mit ihm. Was macht ihr mit dem Kerl jetzt? Ja, wir haben schon versucht, einige Racheakte, also wie gesagt, zum Internet so Passwörter ändern und sowas haben wir gemacht. Dann haben wir uns vorhin mal so drangesetzt und so ein paar so Sexkataloge und sowas an seine Eltern zu schicken. Mhm. Also, hallo Christian, falls du zuhörst. Nee, und sowas halt, aber so die wirkliche Rache ist uns noch nicht untergekommen. Ich meine, deswegen rufen wir dich auch an. Ich meine, du bist ja schon ein bisschen abgeklärter, weil du weiter weg von ihm bist. Der richtige Schmerz und die Verletzung ist ja wahrscheinlich bei Anna noch viel größer, weil sie ja bis vor kurzem mit ihm zusammen war. Gibst du mir kurz die Anna nochmal? Wir können ja gleich auch nochmal reden. Ja, hi. Anna, wie ist das bei dir mit dem Verletztsein, mit der Wut? Du bist ja noch sehr nah dran. Ich sag gerade, Julia ist ja schon relativ entfernt von ihm. Du warst bis vor kurzem mit ihm zusammen. Ja, bis vor 3 Tagen. Ja. Ja, ich konnte halt irgendwie gar nicht glauben. Also jedes Mal, wenn ich mich mit ihr unterhalten habe, also ich meine, sie hat mir natürlich schon sehr weitergeholfen. Mhm.
dadurch, dass ich mich mit ihr austauschen konnte. Ich meine, er hat uns denselben Ring geschenkt mit derselben Gravur, komplett dieselbe Story um den Ring erzählt. Wir haben im selben Bett geschlafen, wir haben dieselben Handtücher benutzt. Unglaublich. Wenn sie ihm was geschenkt hat, hat er mir gezeigt, guck mal, habe ich mir gekauft und so. Also es ist echt abartig und pervers. Also im Moment, wenn man das so erzählt bekommt, lacht man und schmunzelt man ja, darüber. Ja, also denen, die mir das erzählen, sind auch am Lachen. Ja, aber ich glaube, wenn man betroffen ist, so wie du jetzt in dem Fall oder halt auch Julia, kriegt man auch gelinde gesagt das Kotzen, ne? Wie ja, natürlich. Wie ein Mensch einen so behandeln kann. Wir waren ja nicht die Einzige und das Schlimmste ist jetzt noch, dass natürlich in einer Beziehung, da verhütet man normalerweise ja auch nicht mit Kondom, ne? Mm-hmm. Ja, jetzt gehen wir erstmal einen Test machen in 3 Monaten. Das heißt, er hat ohne Gummis mit dir geschlafen, ohne Gummis mit Julia geschlafen. Ja. Und wir wollen uns nicht vorstellen, mit wie vielen Frauen er auch noch ohne Gummis mit geschlafen hat. Mit der Sandra, mit der wir heute telefoniert haben, natürlich auch. Hat sie uns dann schon bestätigt. Mm-hmm. So, hast du ihn denn mal jetzt, als du Schluss gemacht hast mit ihm, zur Rede gestellt und ihm ja, das... Ja klar, wir sind am Dienstag zusammen zu ihm hingefahren. Ach so, wir haben beide. Es dann noch inszeniert, dass ich als erstes rein bin, ihm nochmal versprechen habe lassen, dass am Freitag nichts war. Ich habe mich dann zur Tür gedrückt, habe die Tür aufgemacht, da stand Julia. Er hat natürlich nur total dumm geguckt, wusste nicht mehr, was er sagen sollte und konnte natürlich nicht mehr aufrechthalten, dass freitags nichts war. Unglaublich. Aber also er konnte sich nichts erklären. Aber wie tapfer ihr das dann auch alles durchzieht. Ja, aber ich meine, dann entwickelst du ja schon ungeahnte Kräfte. Ne? Ich meine, das ist doch nicht durch, das Thema mit dem. Nee, das ist mir schon klar. Und dann saßt ihr beide bei ihm und habt ihr geredet dann zu dritt? Nö, nicht geredet. Wir haben ihn angeschrien. Er stand in der hintersten Ecke, wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Wir haben ihn einfach nur gefragt, warum, weil das ist die einzige Frage, die dir in dem Moment durch den Kopf geht. Und er hat dann eigentlich nur gesagt, ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Hat mir nochmal gesagt, ab heute wäre alles anders gewesen. Ich wäre ehrlich geworden. Hat mir noch eine E-Mail geschrieben am nächsten Tag, dass er ohne mich nicht leben kann. Ja. Dann kann man nur drüber lachen. Ja, absolut. So ein Unsinn. Ja. Dann sagt er, ab heute werde ich ehrlich. Und dann finden wir das auch noch mit den anderen raus. Und wir haben noch gesagt, tut mir leid, jetzt hast du unsere beiden uns als Spielkameraden verloren. Jetzt bist du wohl irgendwie alleine. Und er so, ja, ihr wart die Einzigen. Natürlich waren wir nicht die Einzigen. Und alle Freunde haben es natürlich gewusst. Und das ist natürlich dann im Nachhinein schon hart zu wissen, okay, ich habe mich mit dem Freund gut verstanden, der hat es die ganze Zeit gewusst. Wobei ihr ja weit auseinander gewohnt habt, ne? Und da konnte er das auch... Naja, ich bin ja dann nach Bochum, also ich habe vorher in Köln gewohnt, bin nach Bochum wegen Studium gezogen. Ach so. Und die hat die ganze Zeit ja hier in der Nähe von Bochum gewohnt. Also in Wanne-Eickel oder was? Genau. Ja. Und das war natürlich dann sehr praktisch für ihn, weil er war zwischenzeitlich beim Bund, hat dann immer gesagt, ich habe Wache, ist dann erst zu ihr, dann zu mir. Am Bahnhof ist er in Zug gestiegen, wahrscheinlich eine Station später wieder ausgestiegen. Ich fasse es nicht. Es ist einfach diese Logistik, ich meine, die muss man ihm schon lassen, da war schon irgendwie, aber absolutes Arschloch. Mann. Ich habe das gerade so herausgehört bei Julia, dass ihr nach einer deftigen Rache... Ja, er muss bloß aufpassen. Also falls er das heute Abend hört, ne, wie gesagt, schöne Grüße, er soll sich auf der Straße umdrehen. Ich meine, er hat ja auch dein geliebtes Auto, da haben wir schon überlegt, aber ich meine, irgendwo lassen wir uns natürlich nicht runter. Nee, ihr dürft nicht Sachen machen, wo ihr wirklich auch Schwierigkeiten hinterher habt. Nö, das haben wir ja auch gar nicht vor. Ihr müsstet etwas machen, um ihm so richtig einen auszuwischen. Ja, wir haben ihm ja schon Sandra sozusagen weggenommen, weil das war ja seine Gespiele, mit der er sich Ende Dezember getroffen hat. Und sie hat natürlich jetzt auch gesagt, nie wieder. Ich mache mal einen Vorschlag, Anna. Wir haben ja ein absolut kreatives Publikum. Ja, die sollen anrufen und Tipps geben. Ja, pass auf, mit dem Anrufen, das klappt heute nicht mehr. Ich würde euch sehr bitten, euch anderen, die ihr zugehört habt, faxt uns doch bitte. Faxt an 0800 5678 110 und schreibt einen Tipp drauf, wie Anna und Julia diesen Burschen so richtig austricksen können. Wie sie ihre Rache ausleben können. Was man mit dem machen könnte. Damit der richtig böse. Faxt uns das doch bitte. Und wir können dann Anna, Julia vielleicht nächste Woche nochmal telefonieren. Oder ich lese die Faxe vor, wie auch immer. Wir kommen dann nochmal miteinander zusammen und beraten mal, was zu tun sei. Vielleicht nicht öffentlich, falls er das irgendwie mitbekommt, sondern erst nachdem es dann passiert ist. Das wäre doch ganz nett. Das ist noch pfiffiger. Das wäre doch ganz nett. Und vielleicht, wenn noch andere Mädels Christian aus Köln kennen, sieht so aus, als ob er kein Wässerchen trüben kann, können sich ja auch noch melden. Warnung. Ja, aber ich muss trotzdem immer noch sagen, Anna, du wirkst noch sehr locker und fast belustigt darüber. Ich glaube, ich wäre so halt geknickt. Ja, es ist halt einfach so, klar, wenn ich alleine bin, ist das was anderes. Aber jetzt, jetzt wo wir das auch noch heute mit Sandra rausgefunden haben, ich meine, es gibt einem dann schon Stärke und man
man ist einfach, man denkt sich, es ist nicht wert, dass man ihm einfach nur eine Träne hinterher. Ja, nee, ist er wirklich nicht. Ist weil wirklich nicht. Die ganzen Sachen sind natürlich alle schon weggepackt und. Aber es ist so ist das insofern eine verschwendete Lebenszeit, weil die voller Lüge ist, ne? Stimmt. Ich habe ihm schon gesagt, weil ich ja in der Zeit umgezogen bin, er hat mir ja die komplette Wohnung angerichtet. Er hat sich so viel Mühe gegeben, was er alles gemacht hat. Er hat mir Boden verlegt, Regale angemacht, wo ich mir denke, warum hat er nicht einfach sich 4 Affären geholt? Mhm. Aber wahrscheinlich hätte ihm da die Liebe gefehlt, die er irgendwie gebraucht hat. Ja, wahrscheinlich. Er wollte auch immer in den Arm genommen werden. Ja. Und die Sicherheit. Die Sicherheit, genau. Ne? Das ist es. Und natürlich nebenher war er extrem eifersüchtig. Das Anna, gibst du mir nochmal die Julia? Von dir verabschiede ich mich schon mal und wir machen das so wie gerade besprochen. Alles klar. Okay, tschüss. Julia, kann das jetzt sein? Ich habe den Eindruck, dass ihr beide euch ganz gut versteht. Ja. Dass jetzt da vielleicht eine Freundschaft entstehen könnte zwischen dir und Anna. Ja, kann gut sein. Aber erstmal schweißt euch das natürlich zusammen, ne? Ja. Und all die Dinge, die jetzt noch auf euch zukommen, an Aktionen und Vorhaben, werden euch auch noch zusammenschweißen. Ich denke schon. Bist du eigentlich solo im Moment oder hast du wieder einen Freund? Nee, ich habe keinen Freund. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, dass man dann super kritisch dem nächsten Mann gegenüber ist. Das haben wir auch schon überlegt. Also, weil das war gerade halt so ein Typ, da hat man, also dem hat man alles abgenommen und dem hat man blind vertraut. Und jetzt haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, wir wissen überhaupt nicht, wie man dem Nächsten das wieder ansehen soll oder anmerken soll, dass der ehrlich ist. Ja, genau. Also das ist natürlich wirklich dann sehr blöd, weil man dann vielleicht sogar einem netten Mann Unrecht tut, wenn man zu streng mit dem umgeht. Ne? Aber verständlich ist das schon, wenn man so etwas erlebt hat, wenn man so eine Lügerei hinter sich hat. Also ich bin sehr gespannt auf die Faxe von den Zuschauern. Wir auch. Wer weiß, was die Leute uns schreiben oder mailen. Also wir sind in Kontakt und wir reden wieder miteinander. Ja. Mach's gut, Julia. Tschüss. Tschüss. Schnell nochmal die Faxnummer 0800 5678 110 oder mailt uns eure Rache-Ideen, was Anna und Julia machen könnte, nämlich 1live.domian@wdr.de. Ich stelle das mal einfach hier hin, dann könnt ihr euch das abschreiben. So, ich bedanke mich bei meinem Team. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Jens Diegel, Tim Stienauer, Heinrich Stanzig, Dorit Herber, Peter Ofsjanowski. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema ungewöhnliche Krankheiten. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema jetzt reicht's. Jetzt reicht's erstmal für diese Woche hier. Ich freue mich aber auf Montag. Montag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen, dann mit einer freien Themennacht. Ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.